Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video von Vroom Adventure. Diesmal reisen wir in Bulgarien ein. Da könnt ihr sehen, wie das lief mit der Ausreise auch aus Serbien und der Einreise in Bulgarien. Dann fahren wir ein Stück des Landesinnere. Auf einem Platz stellen wir fest, dass der Stoßdämpfer von Sebastian, die Schraube unten abgebrochen ist. Eigentlich wie bei mir früher. Ja, dann haben wir das repariert auf der Straße. Dann geht es in ein Bergwerk kurz hinein und danach fahren wir in die Rhodopen hoch, die Berge hoch, bleiben da ein paar Tage, zwei Nächte und dann geht es wieder runter auf schöne Stellplätze. Ja, das erwartet euch ungefähr. Es ist weiterhin spannend und wir sehen uns bis bald. So, wir fahren wieder raus und weiter. Durch diesen halb freigeschnittenen Dschungel von mir. Mit voller Untersetzung, ich im zweiten mit Untersetzung. Jetzt muss ich dann aber runterschauen. Aber kann nicht so nah aufstellen, der Stimme muss plötzlich zurückrollen. Ja. Nein, der muss plötzlich stehen bleiben, rollen zurück. Mhm. Ja, das ist wie ein Traktor jetzt da hoch. Machst du wieder deine Turnübungen? Sehr gut machst du das! Das war's mit dem Dschungel. Ungefähr 15 cm. Ja, links 10, rechts 15. Umgekehrt. Rechts 10, links 15. Das erinnert mich an Bulgarien, als die viel tiefer waren. Da war gar kein Durchkommen für mich. Kommst aus dem Tunnel und plötzlich solche Felsen. Die waren etwa 3 Meter ab Boden. Keine Chance. Das ist mal eine Brücke. Und weiter Richtung A4. Oh, jetzt bin ich falsch. Super. Auf Route 223 nach Norden starten, dann links abbiegen. Links abbiegen.
Wir sind falsch, ich habe nur die Brücke angeguckt. Ich bin fasziniert von der Brücke. Ganze Hange, also ja, irgendwie haben sie eine falsche Hangsicherung gemacht. Gut, bin ich da nicht am vorbeigefahren. Hey. So, wir sind jetzt an der Grenze, ein bisschen Stau. Sind das 300-400 Meter? Das Autobahngebühr für Bulgarien habe ich schon gelöst über die App tollpass.bg. Wie Bulgarien, kann man runterladen und da muss man dann die Route auswählen und dann kann man das buchen, 24 Stunden gültig, man sollte auf der Route bleiben, die man wählt und es kostet fast nichts, wenn man was falsch macht, ja, dann muss man halt noch was anderes buchen, aber es sind 1-2 Euro jetzt mal für 80 Kilometer. Wo geht's hin? Ist so, wir haben beste Unterhaltung, immer wieder quatschen wir, weil schön. Da viele Deutsche und ja, und dann noch weiter, Türkendeutsche auch warten. Da bleibt ihr. So, ich bin jetzt am Zoll von Serbien und hoffe, es geht alles gut. Jawohl, es geht alles gut, wie immer. Man kommt immer irgendwie raus. Eh? So, Serbien ging gut. Wie gesagt, keiner hat sich interessiert für diese 3 Tage, wo man sich angeblich anmelden muss. Aber da wir eigentlich immer am Reisen sind und nicht in einer Stadt bleiben, haben wir das unterlassen. Ja, also wir sind jetzt raus. Jetzt kommt der nächste Zoll, Bulgarien. Und ja. Nochmal ein Stau, wir sind jetzt über eine Stunde, etwa Stunde, 15 Minuten angestanden und jetzt steigen wir wieder auf. Stau ist nicht schlimm. Wir haben zu essen, wir haben zu trinken und wir werden es überleben. Und wir haben viele Leute kennengelernt. Stimmt, wir haben Leute von zu Hause kennengelernt, wir haben Leute kennengelernt, die jetzt ebenfalls nach Tiflis oder so nach Georgien reisen. Kriegst du gleich wieder Tipps? Genau. Ja? Wir wissen jetzt die Benzinpreise, die dort sind. Zwar die vorne rechts von OG reisen nach Tiflis und von da in die Berge. So, Bulgarien ist auch geschafft. Das Ganze ging sicher 2 Stunden alles zusammen, aber ja, es gibt Schlimmeres. Also wir sind jetzt drin und jetzt geht's weiter nach Pernik. Ja, es geht Offroad schon wieder weiter. Schon 1 Kilometer sind sie da die Straße am Bauen und dann kommen plötzlich solche Schwellen her, wie hier, ohne Vorankündigung, hier jetzt schon, aber letztes Mal voll runter gedonnert. Hey. Ja. So, wir sind jetzt vor Sofia. Geradeaus auf Boulevard Evropa, Route 8, dann weiter geradeaus auf Boulevard Evropa. Nicht in die Stadt hinein, sondern umrunden Sofia und fahren weiter. Wir sind angekommen und wieder mal ein kleines Problem, aber es ist echt nicht groß. Es ist wieder, wie bei mir, der Stoßdämpfer von Sebastian abgebrochen. Und jetzt ist er da gerade am Bearbeiten. Die Schraube muss raus. Da die Schraube nicht aus dem Stoßdämpfer kommt, haben wir entschieden, den ganzen Stoßdämpfer auszubauen. Und dann können wir die Schraube von außen hoffentlich rausschlagen. So, Problem 1 ist gelöst. Abgebrochene Schraube ist raus. Das ist eigentlich das Schlimmste. Bei mir kam die nicht immer raus. Da musste ich richtig aufbohren. Und zum Glück ist die rausgekommen. Jetzt müssen wir die hier noch rauskriegen. Die steckt da nämlich fest. Aber auch das schaffen wir noch. Ja, so hier in der Werkstatt, Outdoor, gehen langsam die Lichter aus. Es wird dunkel hier in Pernik.
Und Sebastians Stoßdämpfer ist hoffentlich wieder repariert. So, erzähl doch mal, was ihr jetzt hier alles geschafft habt. Tja, das Problem war, die Schraube, die originale, ging da nicht raus. Da ist eine Büchse drin und die hat so fest gehalten. Wir haben dann die Büchse rausgezogen und dann mit dem Bunsenbrenner diese Büchse gewärmt und dann konnten wir das endlich lösen. Jetzt ist eigentlich alles bereit zum wieder montieren. Es kommt jetzt eine neue Schraube. Ich empfehle allen Variofahrern, eine 12,9 Schraube von der Härte hinzumachen. M14 x 1,5 mit 80 oder 90 lang Länge. Dann wird das sicher halten für die Ewigkeit. Schnitt. Und du, Sebastian? Genau das machen wir jetzt. Deswegen habe ich die schon als Ersatz dabei. Jetzt gucken wir nur noch, ob 80 oder 90 lang. Und Ich habe zwei Unterlegscheiben. Ich hätte auf der anderen Seite, kann ich welche wegnehmen. Da ist ordentlich Luft gewesen. Das würde auch mit dir. Ja. Also ihr müsst es noch schaffen, bevor es dunkel wird, oder? Naja. Ja, schon Licht. Okay. Ja. Aber jetzt gehen wir mal essen. Ja, ja. Das Schlimmste haben wir jetzt geschafft. Jetzt kann es nur noch montieren. Was? Was läuft? Essen. Mhm. Essen ist fertig. Du hast gesagt, jetzt gibt es endlich Essen. Endlich. Nach dem Reparieren. Nach dieser Reparatur. Genau. So, wir gehen jetzt eine Mine besuchen. Da ist noch ein versteinerter Baum, der angeblich mehrere Millionen Jahre alt ist. Das war der Besuch des Bergwerkes, wo sie Kohle abgebaut haben. Jetzt sind wir bereits wieder unterwegs, und zwar in die Rhodopen, die großen Bergkette von Bulgarien, die geht bis nach Griechenland. War ich ja letztes Jahr schon, da gibt es viele Videos. Diesmal fahre ich von einer anderen Seite dahin. Und jetzt nehme ich euch da mit in die Rhodopen für einen kurzen Abstecher. Es geht hoch, es wird bergig, es wird schön, es wird spannend. Ja, Berge sind doch etwas Schönes. Ich freue mich immer wieder, da hochzukommen, diese gewaltige Steinformationen zu sehen. Das ist der Wahnsinn. So, das ist unser Platz hier in den Rhodopen. Angie hat draußen geschlafen, immer da mittendrin. Ja. Und jetzt mal schauen, was wir da machen.
Hallo, Camperbesuch. Hier laufen zwei Pferde einfach frei rum. Die haben uns jetzt besucht und fressen uns hier den Vorgartenrasen schön kurz. So, heute gibt es eine Tagestour zu den sieben Seen auf 2500 Meter, gestartet von 1600 mit dem Bike. Hinten seht ihr da die Sesselbahn. Alle gehen mit der Sesselbahn, keiner läuft. Ich gehe mit dem Bike, ist zwar mega anstrengend, weil zum Teil Geröll und dann muss ich schieben. Und ja, aber jetzt habe ich zwei Drittel geschafft. Und jetzt sieht es langsam besser aus. Ja, mit dabei ist auch Ayla. Eigentlich wollte ich sie zu Hause lassen. Angie ist auch da, gerade da unten. Die ruhelose Ayla, ja. Aber sie hat es bis jetzt gut gemacht. Und ich hoffe, sie hält es durch. Sie ist doch bald 11 Jahre. Aber sie wollte unbedingt mitkommen. Dann brachte ich es nicht übers Herz, sie alleine zu Hause lassen, wie das letzte Mal. So, ich bin jetzt oben an der Endstation und hier, oh Gott, ist Massentourismus. Die pilgern hoch, wie wenn es der Mount Everest wäre. Ach Gott, voll reingeraten. Ne? Aber egal, jetzt mache ich mal Pause. So, ich bin oben, ja, und ich esse jetzt schweizerisch. Und zwar Appenzeller Käse. Selbstgebackenes Brot, ein Servala, ja, und natürlich Hundefutter und Hundebesuch. So, bin am Hochlaufen, die anderen sind eingetroffen, der erste blaue See. Aber jetzt gibt es Fotos. So, jetzt gibt es doch noch ein Video. Ich hoffe, die Windgeräusche sind nicht zu laut. Der nächste See und da ist Camp 1, 2, 3 vom Mount Everest. Sieht auf jeden Fall so aus. Da bivakieren sie offenbar. Ich nehme an, die machen größere Touren oder schlafen da und gehen wieder, keine Ahnung. Ich habe mich ein bisschen abgesetzt, die sind ganz alleine auf einem Hügel daneben. Und hier ist der nächste See, jetzt haben wir glaube ich schon drei. Jawohl, auch da hat es viele Leute, ich laufe da rechts hoch, da bin ich alleine. Also Pferde, keine Esel. So, wir sind fertig mit den Radopen. Wir fahren jetzt weiter wieder runter und hier tanke ich gerade Wasser an den vielen Quellen, die es gerade hier hat. Das muss man nützen. Und ein bisschen touristisch oder ein bisschen viel. Gestern da ganz Sofia kommt da hoch. In den Hausberg von Sofia und pilgert da rum. Das war extrem, habe ich noch nie erlebt. Wir sind unterwegs nach Plovdiv. War ich letztes Jahr schon in der drittgrößten Stadt. Und fahren über Land, nicht Autobahn, um ein bisschen was zu sehen von der Landschaft. Und endlich ist die Straße auch gut. Die Hälfte war mies. Aber das gehört dazu. Da kommt gerade ein Hund. Jawohl, schön. Geh mal schön auf die Seite, da gehört jemand. Ja, ich fahre übrigens immer noch mit deutschem Diesel seit 2100 Kilometer. Wobei, jetzt bin ich auf den letzten Tropfen angelangt. Ich muss jetzt dann mal zwischentanken. Das bis es nach Türkei reicht. Aber
Genug habe ich etwa, weiß nicht, 10, 20 Liter. So, wir sind jetzt kurz vor Plovdiv, suchen Übernachtungsplatz auf Google. Der führt da durch diesen Steinbruch, wie auch immer. Und der Mann am Portier hat gesagt, okay, wir dürfen durchfahren, weil wir wollen nämlich zum Fluss, also eine kleine Sandfahrt zum Fluss. Mal schauen, ob wir den Weg finden. Gleich links von uns ist der Fluss, aber hier kein Zugang. Aber nach Google sollte es dann hier ein paar Stellen geben, aber man weiß nie, wie aktuell diese Google-Bilder sind. Viele fragen mich, wie ich so Plätze finde. Ja, eigentlich für mich mit Satellitenbildern eigentlich immer. Meistens gucke ich mir das per Satellit an. Also da unten steht schon einer, ein Jeep, 4x4 kleiner. Aber genau sowas haben wir gesucht. So, wir haben ein paar Plätze abgefahren, keiner hat uns gefallen. Und jetzt der letzte. Irgendwo stellen wir uns dann hin. Da sind natürlich auch immer wieder Fischer. Wir haben unser Plätzchen gefunden. Perfekt. Genau. Da ist gut, Platz nach vorne. Genau hier. So, das ist unser super geiles Plätzchen inklusive Regenbogen und Fluss, etwa hüfthoch. Hier werden wir übernachten und wir essen jetzt gerade Chili con Carne, gekocht von, jetzt habe ich den Namen vergessen, ich Idiot. Habe ich dazu gesagt, aber ich weiß ihn jetzt wieder, von Elli, und es schmeckt sehr gut. Ja, heute Morgen aufgestanden und was sehen unsere aller Auge? Wir wurden einfach nur beschenkt und es hat uns so berührt, diese warmherzige Kultur, einfach da überall im Osten. Und jemand hat in der Nacht irgendwann, wir haben es nicht gemerkt, einfach einen Haufen Tomaten und glaub Paprika hingestellt. Ja, seht ihr, das alles haben wir bekommen. Einen ganzen Haufen Tomaten, dann hier diese, das sind Paprika, oder? Ja, sieht nach Paprika aus. Paprika. Das ist der Wahnsinn. Die wissen genau, wir haben so extravagante Fahrzeuge und hätten es, weiß Gott, nicht nötig, aber sie geben einfach das Wenige, was sie haben, und das ist echt berührend an dieser Kultur hier im Osten, aber auch in Afrika. Eigentlich, ja, herzlichen Dank dem Geber, wer auch immer das war. Wow, jetzt bin ich aber im Naturparadies gelandet. Hey. So viele Vögel. Guckt euch das an. Hey. Eines der letzten Orte, wo sie sich zurückziehen können. Also das sind, glaube ich, Möwen. Und auch da.
So, unsere Fahrt geht weiter von diesem super schönen Stellplatz oder Freistehplatz nach Plovdiv hinein, auch am Fluss. Und da werden wir eine Nacht vermutlich übernachten und von da ja, mal schauen. Stadtbesichtigung ich vermutlich nicht, aber die anderen. Wir müssen jetzt da ein bisschen leicht Offroad fahren. Wir fahren am Steinbruch vorbei und dann irgendwann kommen wir wieder auf die Straße. Ja, das letzte Stück ist wieder ein bisschen dschungelig. Ganz langsam. Ja, die Kratzer habe ich schon. Wobei, das sind alles Laubbäume, die sind nicht so schlimm. So, ich musste wieder etwas frei schneiden. Sie hat eine Königsanbeterin gefunden. Schön. So, das war es wieder von mir. Nachdem das letzte Video ein bisschen ein Flop wurde, weil ich es zu spät veröffentlicht habe, vermutlich tut es YouTube kaum mehr empfehlen, dann schnellen die Klickzahlen gleich herunter. Deswegen vielleicht auch wegen dem und weil ich natürlich ein bisschen hinterher bin, war dieses Video jetzt ein bisschen früher als sonst. Ja, aber schön wart ihr dabei und im nächsten Video geht es dann in die Türkei rein. Da seht ihr, wie wir da durch den Zoll durchgekommen sind, was da so lief. Und dann auch Sandfahrten, die ersten Sandfahrten. Und halt auch schöne Plätze, wie man da freistehen kann und so weiter. Ja, wir sehen uns bald wieder und ihr seid fast aktuell, nicht ganz, aber es fehlen nur noch ein paar Tage. Okay, wie immer Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!